Wie schafft man es, immer ausreichend Pflegekräfte im Team zu haben? In diesem Video spreche ich über drei Fehler, die Betreiber von Krankenhäusern, Pflegeheimen und Pflegediensten immer wieder machen, wenn es um die Einstellung von neuen Pflegekräften geht. Dieses Video richtet sich insbesondere an Geschäftsführungen, an Leitungen oder auch an Pflegekräfte, die ja unterbesetzt sind, die im Team immer wieder einspringen müssen. Sie können das Video gerne an die Leitung weiterleiten, denn mein Name ist Michael Moskal von pflegekraft.de und wir haben mittlerweile über 150 Pflegeheimen, Pflegediensten und Krankenhäusern geholfen, mehr Pflegefachkräfte einzustellen, mehr Bewerbung zu bekommen und einfach attraktiver in der Region aufzutreten als Arbeitgeber, wodurch wir das Problem des Personalmangels eben lösen. Und da unterstützen wir sehr, sehr viele Kunden deutschlandweit dabei. Und in diesem Video geht es eben um drei Fehler, die immer wieder auftauchen dabei, wenn man eben ja gutes Personal finden möchte. Denn in vielen Einrichtungen, in vielen Pflegediensten herrscht Fachkräftemangel. Das ist in aller Munde. Es herrscht überall Unterbesetzung oder in sehr, sehr vielen Unternehmen eben. Und dieses Thema ist dauerhaft präsent. Und dafür muss es ja schließlich Lösungen geben. Und wir betrachten das Ganze jetzt aus einer Perspektive, das heißt aus der Perspektive eines Unternehmens. Weil in ganz Deutschland gibt es nur eine begrenzte Zahl an Pflegekräften eben, aber als attraktiver Arbeitgeber kann man es eben schaffen, dass man nicht unterbesetzt ist. Und darüber sprechen wir heute, darüber sprechen wir in diesem Video, da geht es jetzt um drei konkrete Fehler. Und der erste Fehler dabei ist, dass die Geschäftsführung viel zu schnell die Verantwortung abgibt, was eben den Bewerbungsprozess betrifft. Wir sehen das immer wieder, dass halt eben quasi sich um die Bewerberkontakte dann von Mitarbeitern gekümmert wird. Und wenn man aber diesen Prozess nicht geregelt hat, das bedeutet, dass man konkret weiß, wenn man so und so viele Bewerbungen von Fachkräften erhält, daraus so viele Vorstellungsgespräche eben resultieren, dann werden so viele Fachkräfte eingestellt. Wenn man diese Zahlen, Daten und Fakten eben nicht im Blick hat, dann sollte man auch diesen Prozess noch nicht komplett abgeben. Das heißt, die Geschäftsführung muss das entweder selbst machen oder wirklich da komplett involviert sein, dass zumindest die ganze Zeit berichtet wird, was dort passiert und wie die Zahlen und Daten sind. Weil wenn man sich da aus der Verantwortung zieht, gerade als Geschäftsführer oder Geschäftsführerin, dann laufen da Sachen schief, die Leitung oder eine Pflegedienstleitung oder Einrichtungsleitung weiß nicht konkret, wie sie mit den Bewerbungen umzugehen hat etc. Und das führt eben zu vielen Problemen. Das führt eben dazu, dass man dann sagt, es gibt einfach keine Pflegekräfte mehr oder keine zuverlässigen oder sonstiges. Und als Geschäftsführung hat man da immer noch einen ganz anderen Blickwinkel dahinter. Das heißt, man kann das noch viel besser beurteilen, indem man dann eben sieht, okay, wo verlieren wir die Leute denn unterwegs? Woran liegt es dann wirklich konkret? Weil eine Pflegedienstleitung oder Einrichtungsleitung hat da einfach zu viele Aufgaben, um die sie sich kümmert, dass sie da noch wirklich Zeit hat und Kapazitäten überhaupt sich intensiv darüber Gedanken zu machen, wo wir gerade Pflegekräfte im Bewerbungsprozess verlieren. Und deswegen ist das ein häufiger Fehler, den wir immer wieder sehen, dass man sich als Geschäftsführung viel zu früh herauszieht aus diesem Prozess, aus den Bewerbungsprozessen, wobei das einer der wichtigsten Themen gerade im Unternehmen ist, weil gerade da, wo eine Unterbesetzung herrscht, wo Pflegekräfte immer wieder einspringen müssen, wo die Fachkraftquote zum Beispiel nicht erreicht wird, da muss die Geschäftsführung wirklich sich intensiv mit dem Bewerbungsprozess auseinandersetzen und wirklich schauen, dass man möglichst viele Vorstellungsgespräche hat und dann daraus eben möglichst viele Pflegefachkräfte und Pflegekräfte einstellen kann. Der zweite Fehler, den wir immer wieder bei Unternehmen sehen, die beispielsweise mehrere Einrichtungen haben oder mehrere Büros haben oder sonstiges, dass der Prozess nicht klar genug ist, also der Bewerbungsprozess. Was meine ich damit? Ich meine damit konkret, dass wir beobachtet haben, dass wenn zum Beispiel eine Einrichtung, für die wir Bewerbungen sammeln, das heißt, dass sich dort Pflegefachkräfte bewerben für diese Einrichtung, dass da ein anderer Bewerbungsprozess ist, als in der Einrichtung, die vielleicht nur 5 Kilometer weiter ist, obwohl es das gleiche Unternehmen ist. Und das bedeutet einfach, da gibt es keine klaren Strukturen und keine klaren Prozesse, die dazu führen, dass man da auch wirklich sagen kann, dass es, wenn das Ganze so abläuft, dass man dann immer eine gewisse Anzahl an Einstellungen hat. Und dadurch, wenn jetzt an Standort A, die zum Beispiel die verantwortliche Person, die die Bewerber kontaktiert,
ganz anders das Ganze angeht als Person Müller im Standort B beispielsweise, dann kann man nicht konkret nachverfolgen und messen, woran liegt es denn konkret. Weil bei Standort A kann es wunderbar funktionieren und bei Standort B zum Beispiel nicht. Aber die führen die Bewerbungsprozesse ganz anders durch. Die ersten Telefonate sind ganz anders oder der Bewerbungsprozess an sich, wenn jemand zum Forschungsgespräch eingeladen wird etc. Und solange es eben keine klaren Strukturen gibt und klaren Leitfäden, wie sowas eben ablaufen soll, dann ist das immer nur ein Zufallsspiel, wo halt eben viele Pflegekräfte eingestellt werden oder wo wenige Pflegekräfte eingestellt werden. Und darauf möchte man sich nicht als Geschäftsführer verlassen, dem Zufall quasi, wo man guckt, okay, was passiert wo, und man schaut einfach nur auf gut Glück, ob man jetzt gute Einstellungen hat oder nicht. Das heißt, es müssen wirklich klare Prozesse an verschiedenen Standorten auch wirklich geben, dass man da wirklich das Ganze auswerten kann und dass man möglichst viele Pflegekräfte auch einstellen kann. Und neben den ganzen Prozessen ist es auch ganz wichtig, dass das Ganze auch protokolliert wird. Also wirklich, dass man Zahlen, Daten, Fakten hat über quasi eine gewisse Anzahl von Bewerbungsgesprächen beispielsweise. Das ist nämlich der dritte Fehler. Die wenigsten Leitungen, die sich zum Beispiel um Bewerber kontaktieren, messen das Ganze mal vernünftig oder protokollieren das wirklich akribisch, dass man sagt, wie viele Bewerbungen haben wir jetzt bekommen? Von diesen Bewerbungen, wie viele wurden denn wirklich telefonisch gesprochen, hatte man Erstkontakt aufgebaut, wo man schon die ersten Informationen von der Pflegekraft oder Pflegefachkraft bekommen hat? Wie viele davon haben sich denn wirklich geeignet? Weil es kann sein, nur weil sich jemand bewirbt, heißt das ja nicht, dass man diese Person zum Forschungsgespräch einlädt. Und dann schaut man sich eben an, wie viele hat man wirklich eingeladen, wo man sagt, diese Personen sind qualifiziert, die brauchen wir auch gerade. Und wie viele sind dann auch davon wirklich gekommen? Und dann von diesen geführten Forschungsgesprächen muss man auch natürlich weiterschauen. Wie vielen wurde ein Arbeitsvertrag angeboten oder ein Probetag und, und. Es gibt so viele Zwischenschritte bei einem Bewerbungsprozess, wo man jetzt quasi Pflegefachkräfte und gute Pflegefachkräfte verlieren kann. Und wenn man jetzt das Ganze nicht misst, dann ist das auch wieder nur einfach ein Zufallsspiel, weil man nicht weiß, wo hat man jetzt Potenzial liegen lassen, weil wenn nur 50% zu den Forschungsgesprächen erscheinen, haben wir hier natürlich ein großes Problem. Es darf natürlich nicht sein, dass man 10 Leute einlädt und es kommen nur 5, die vielleicht nicht, und die anderen haben nicht mal abgesagt oder sonstiges. Hier ist ein Fehler im Prozess und den muss man zwingend beheben, weil sonst wird man immer die ganze Zeit schauen, okay, wir haben zu wenig Bewerbung oder sonstiges. Wobei man einfach unterwegs sehr viele Leute verliert. Und sobald man das nicht macht, dass man wirklich alles protokolliert und wirklich im Detail alles misst, dann hat man ein Riesenproblem, weil dann werden Entscheidungen von der Geschäftsführung oder von den Leitungen immer nur aus dem Bauch heraus getroffen, aber nicht wirklich anhand von Zahlen, Daten, Fakten, wo man wirklich sieht, okay, da haben wir jetzt ein großes Problem, das müssen wir erstmal lösen, bevor es dann dementsprechend weitergeht. Also diese drei Fehler in Kombination auch ab und zu, das ist wirklich eine Katastrophe, weil damit kommt man nicht wirklich voran und da kann man diesen ganzen Prozess nicht verbessern. Und ja, dann resultiert da eben quasi eine Unterbesetzung und Pflegekräfte müssen einspringen. Leiharbeitsfirmen müssen eingesetzt werden, die teuer sind, die ja auch keine gute Atmosphäre ins Team bringen. Also es gibt ganz viele Nachteile. Bei Pflegediensten beispielsweise müssen Kunden abgelehnt werden, das will man ja auch nicht. Also diese drei Fehler, wenn Sie die auf jeden Fall beachten, dann sind Sie auf jeden Fall schon mal in einer wesentlich besseren Position als viele andere in der Pflegebranche. Und wenn Sie erfahren möchten, wie Sie diese Fehler vermeiden oder wie diese Wege auch optimal auszusehen haben, damit Sie da wirklich gute Erfolge haben und regelmäßig neue Pflegekräfte einstellen können, dann tragen Sie sich jetzt unter www.pflegekraft.de für ein kostenloses Beratungsgespräch ein, wo wir uns individuell Ihre Situation anschauen und Ihnen wirklich an die Hand geben, was heute sehr, sehr gut funktioniert und wie auch diese Bewerbungsprozesse klar auszusehen haben, wie man ja intern die Prozesse so auch aufstellen kann, dass Sie auch jederzeit Berichte haben und Zahlen und Daten über die Bewerbungsprozesse, wo man halt auch valide Entscheidungen treffen kann, was man da zu verbessern hat oder was halt auch dementsprechend gut läuft, dass man da auch Bescheid weiß. Und tragen Sie sich da jetzt ein, dann sprechen wir vielleicht in Kürze und bis zum nächsten Video. Ihr Michael Moskal von pflegekraft.de.